Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Pokémon Omega Rubin Soul Link Randomizer Nuzlocke mit Barry und Katze. Scheiße, voll Titel aller Zeiten. Wie soll denn das in den YouTube-Titel reinpassen? Gar nicht oder gar nicht? Gar nicht. Wir nennen es Chaos. Wollen wir einfach nach oben rennen? Wollen wir nach oben rennen? Aber wollen wir direkt schon gegen Bricks kämpfen oder vielleicht auf Level 6 wenigstens? Ja, dann gehe ich erstmal Level 6. Ja, aber unten ist halt so arg. Also ich würde oben leveln. Warte mal, sind die nicht überall? Ich glaube, die schenken sich gar nichts, ob man rechts, links oder so geht, ne? Die Route hier am Anfang müsste genau die gleiche sein. Nee, ist sie nicht. Wurstel. Aber ich gehe mal links einfach Gas. Hier ist eine alte Frau. Vielleicht. Ich habe rechts und ich habe ein Kapilz. Oh, cool. Es geht so. Oh, Leute, Caputo. Aber ein Kapitel ist ein Problem. Kapitel. Das ist Pflanzen-Pokémon, oder nicht? Ja, dann flüchte doch. Aha. Toll. Kann aber bitte jetzt hier kein Pflanzen-Pokémon kommen? Dankeschön. Alter, er macht einen Caputo halt. Ich bin schon Level 6. Oh, das Caputo macht mir einen Schaden. Achso, haben wir denn überhaupt eine realistische Chance gegen Zoroark? Zoroark ist doch ein Unlicht. Unlicht. Ne? Und Unlicht wäre jetzt Psycho. Wär das nicht uneffektiv? Ich glaube, das trifft gar nicht. Ja, deswegen. Aber du hast ja noch Biss. Ja, das ist true. Oh, und Kapilz. Ich habe hier vor mir einen Dusselgur und das kriegt einen Sondersensor in die Fresse. Nassmacher! Das ist so traurig. Hast du einen Nassmacher eingesetzt für Louis? Rückenwind ist, damit ich schneller und mehr höhere Initiative habe, ne? Ganz genau. Normal. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es ein Flugangriff, hab das benutzt im ersten Kampf und. War ich meine, es ist Flugtyp, aber es greift nicht an. Ich würde Silberblick immer einsetzen. Birokex. Na, das freut sich über den Sondersensor. Wer freut sich über den Sondersensor? Birokex. Oh nein, das ist Unlicht. Oh nein. Ja, ich dachte gerade so, hä? Nein, ich denke immer, das ist Kampf. Aber es ist ja nur zur Hälfte Kampf. So ein Cheater. Ich weiß nicht. Irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe. Euch ist bewusst, hat unser Rivale eigentlich ein vorgefertigtes normalerweise? Ja, ne? Unser Rivale müsste auch eins von den dreien haben. Nee, er müsste normalerweise jetzt als Startding, glaube ich, einen Merrill haben und darf später einen von unseren, die wir nicht gewählt haben, dazunehmen. Ich glaube, der hat, ja, was hat er denn am Anfang? Ich glaube, der hat Starter direkt am Anfang, oder nicht? Echo-Keks schon wieder. Ich meine, der hat am Anfang wirklich einfach so ein Status-Pokémon, also so Azumarill oder Merrill. Und darf sich nochmal eins aussuchen, weil er da oben gute Arbeit gemacht hat, der Rivale. Verwechselst du das nicht mit der zweiten Generation, wo der Typ auch einen Merrill hat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich das verwechsel. Mit welchem Level leveln wir denn jetzt? Nur mal so gefragt. Ja, Level 7 würde ich sagen ungefähr. Oh, jetzt wenn ist Zoroark. Wenn mal was anderes als Zoroark kommen würde, würde ich das gerne machen. Also auf der rechten Seite, wenn man hochkommt, kommen wir zu Marils. Ja, mein drittes in Folge. Und da kann ich leider nicht wirklich was machen. Okay, Biss bringt gar nichts gegen Zoroark. Und das macht mir drei Schaden. Ne, zwei Schaden. Das ist insane. Wie viel Damage? Ey, kannst du mal nicht hier mit einer Wasserattacke? Ey, was soll denn das, ey? Mach ihn mal, ob er dir die beibringen kann. Oh, mit Step macht er sogar drei Schaden. Zoroark ist krass, Alter. Auf Level 2. So ist noch einer zu Marille. Ich habe gehört, hier sind vor allen Dingen. Was ist das? Spezielle Animation. Er bufft seinen Attack. Genauigkeit steigt auf. Wieder Azumarill. Was soll denn das? Biss. Mehr Azumarill, mehr Win. Ist da eigentlich der erste Trainer? Nee, ne? Wenn du jetzt da hochgehst, der labert nur. Der Kerl ist der erste Trainer. Achso, okay. Der Rivale. Oh, zurückgeschreckt. Haha. Du solltest jetzt nicht bis zum Rivalen laufen. Nee. Ich bin nur an der ersten Wiese direkt, wenn ich hochkomme. Okay. Und ich bin jetzt Level 7 im Übrigen. Ich noch nicht, weil ich die ganze Zeit Pech hatte mit dem Es ist ein Shiny Azumarill. Es ist wirklich ein Shiny. Ist die Shiny. Warte mal, ist die Shiny-Quote gebufft? Ich glaube, die ist standardmäßig ein bisschen höher als sonst. Das wäre sonst insane. Es tut mir so leid, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh, das ist das Schlimmste, was ich je getan habe. Ist das wahr? Du hast ja noch nicht mal. Du hast ja vor allem noch nicht mal Pokewelle. Du könntest nichts anders machen. Ich kann nicht hingucken. Ich heile jetzt gerade mein Pokémon. Und warte. Ich kann es nicht sehen. Und dann dürfen wir nicht mal Shinies fangen. Es ist traurig. RIP Shiny Azumarill.
Wir können höchstens unsere eigenen Regeln einführen, wenn jemand einen Shiny huntet. Da war es erst verwenden, wenn die anderen auch einen Shiny gefangen haben oder sowas. What the fuck? Es ist direkt danach nochmal ein Shiny aufgetaucht. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist wieder ein Shiny Azumarill. Waren das bei mir auch alles Shiny Azumarill und ich hab's noch nicht gesehen? Die sind gelb und sie glitzern. Nein, das hätte ich gesehen. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht, weil das direkt danach wieder aufgetaucht ist. Sehr seltsam, sehr seltsam. Ich weiß nicht, in welcher Wiese du bist, aber vielleicht normal, gibt es oder? Da. Vielleicht der haben die es wirklich so gemacht, dass dann an der Stelle wirklich nur Shinies von den Pokémon auftauchen können, dass du da hast. Also, dass der jetzt zum Beispiel jedes Azumarill, das dort ausgetauscht wurde, als Spawn-Möglichkeit Shiny ist. Vorhin hatte ich ein normales, deswegen finde ich das gerade sehr, sehr. Ja, aber war das normale auf Level 2 und das vielleicht jetzt auf Level 3? Also, das ist, nein, die sind ja. Waren beide Level 2. Jetzt bin ich eine traurige Katze. Also, ich habe ein normales Azumarill hier, ich habe keine Shinies. Also, ich habe noch keine Shinies gesehen. Bei Shinies innerhalb der kürzesten Zeit. Katze, bist du auch Level 7? Nein, ich bin Level 6. Es ist, ich habe entweder ein Zoroark, gegen das ich kämpfen muss, oder die gesamte Zeit über irgendwelche Pokémon, die keine EP geben. Bist du auch da, wo die sind? Azumarill-Wiese. Ich bin an der unteren Wiese. Naja, dann geh mal hoch. Wir sind an der oberen Schwierig Wiese. Schwierig in einem Kampf gegen Zoroark gerade. Ja, okay, ausnahmsweise. Jetzt hat er Clownwitzer eingesetzt. Azumarill gibt halt safe immer ein halbes Level, das ist schon ganz nice. Ja, das stimmt. Azumarill, also solange Katze noch nicht Level 7 ist, level ich einfach weiter. Ich glaube, mir tut ein Levelvorteil nicht weh. Oh, ich hoffe, da steht jetzt nicht gleich was, mit dem wir richtig... Wenn da jetzt ein Pflanzen-Pokémon steht, ne? Oh, jetzt habe ich wieder ein normales Azumarill. Das war seltsam. So, jetzt bin ich auf jeden Fall Level 7. Aber das ist Level 3. Vielleicht sind einfach alle Level 2er Azumarill shiny auf der Wiese. Das wäre seltsam. Das nee, wäre normal. Ich auch schon Level 2er. Also vielleicht ich laufe jetzt auch gleich... Ich laufe jetzt auch gleich nach oben, weil ich bin ja jetzt Level 7. Achso. Da muss ich gleich heilen gehen nochmal. Genau. Ja, ich auch. Azumarill hat mir gerade 3 KP Schaden gemacht. Muss man schon aufpassen, das ist gefährlich. Ja. Ja, 3 KP bei 30 KP ist ein Zehntel. Ja, das ist nicht schlecht. Boah, ich gehe mal hier oben in die Wiese kurz rein. Ich dachte, du bist Level 7. Bin ich auch, aber ich will trotzdem jetzt einen Shiny am Azumarill sehen. So, ja, das ist normales. Oh. So, also Hirokex macht auch gar keinen Sinn zu bekämpfen, oder? Mach gar keinen Schaden an dem scheiß Ding. So, ich bin einfach entkommen, dadurch muss ich jetzt nicht zum Pokémon Center, sondern kann einfach nach oben. So, ich bin jetzt geheilt und mach mich jetzt auch auf den Weg zu unserem liebenswerten Rivalen, der hoffentlich nicht direkt alle umbringt. Er hat wahrscheinlich Garados mitgenommen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob er da eins sich aus dem Pool aussucht, ehrlich gesagt. Hi, Irokex. Nein, danke. Ihr sagt sobald ihr ich muss jetzt nochmal eben heilen gehen und dann... Ach, Blauli hängt auch noch hinterher. Ja, was ja, hast ja, du ich die hatte, ganze Zeit gemacht? Ich wollte weggehen. Erst war das Irokex, vor dem bin ich geflüchtet. Und dann war noch ein Azumarill, das habe ich eben schnell umgehauen. Mm, ich verstehe, ich verstehe. Oh, klingt sehr mal, konstruiert. Level 8 gibt Blubstrahl. Nur falls sollen ihr eine Wasserattacke habt. Sollen wir noch auf Level 8 trainieren? Vielleicht trainieren wir noch ja. auf Level 8. So ein Step-Angriff ist halt super insane. Ist schon okay. Miria lernt Blubstrahl. Miriam, ein Farbigel. Ein Irokex. Wenn ich nachher Farbigel in der Wiese fange, dann Rage-quitte ich übrigens. Ich habe Shiny Azumarill gefunden, hallo. Okay, dann ist es wirklich so, dass da einfach die Azumarills eine höhere Shiny-Quote haben. Da sitzt ein Rudel Shiny Azumarills im Busch wahrscheinlich. Das ist so eine Familie mit Gendefekt. Ja, wahrscheinlich. Mutiert. Ist das dumm, ey. Eine große Familie mit Gendefekt. Jetzt taucht natürlich nur Irokex auf. Ich bin gerade vor einfach mein Spiel beschleunigen. Ich habe zu viel Angst vor dem Irokex. Jetzt habe ich einen Azumarill. Hallo. Ist es shiny? Nee. Azumarill ist sehr oft vertreten. Also ja, meine Mann Herren. Hat die ganze Zeit nur Irokex. Ich hätte gerne Azumarill. Ich glaube, Irokex könnte ich jetzt mit Blubstrahler wegmachen, aber sofort nicht. Level mal nicht weiter. Du ziehst wirklich davon, aber das ist... Ich habe nichts dagegen, wenn Blauli nicht dafür daran schuld ist, dass wir wipen. Ja, aber dann bin. Hat er wieder neue coole Attacken, die wir auch wollen. Und dann das, müssen wir auch... Ja, Level. Ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem, ja. So funktioniert das aber nicht. Oh, ein Kapilz. I don't think so. Ich glaube, vor diesem Kapilz, das Kapilz werde ich das wegrennen. Hätte ich gleich gerne im Übrigen. Also, sollten wir... Ein paar XP haben gefehlt, das gibt's nicht. Hätte ich gleich gerne, wenn ich hier nochmal in die Wiese gehe, in Kapilz. Das wäre schön. Wir müssen gleich mal gucken, ob das hier oben und das da unten andere Routen sind.
Weil ich bin mir gar nicht sicher. Oh, dann kriegen wir vielleicht zwei verschiedene. Es müsste, von den Pokémon eigentlich wirklich der Fall sein, by the way. Aber ist es nicht? Hier oben sind Azumarill, die sind unten nicht. Unten sind Kabuto, Zoroark und all sowas. Ich meine, es ist der Fall, dass es also andere Routen sind. Also müsste es was anderes sein, ja. Also können wir direkt eventuell zwei Routen-Pokémon fahren. Das wäre gut und dann direkt so zwei Alter, starke. Alter, Iroh, Keks, du Keck, geh weg! Das Problem, das ich da sehe, dass das alles entwickelte Pokémon sind, die ziemlich gut sind. Und nur einer von uns muss verkacken und dann darf keiner das Pokémon von der Route behalten. Und das wäre schon traurig. Also wäre schon insane, wenn wir dann ein so ein Shiny, obwohl Shiny Azumarill wollte ich auf gar keinen Fall haben. Weil das wäre ja wieder Wasser. Wir haben halt theoretisch schon eins der stärksten Wasser-Pokémon, das wir kriegen können gerade. Das ne? stimmt. Ich hätte gern halt das Tentakel. Das hält einfach alles ab. Ja. Niemand macht immer einen Kratzer. Das wirst du nur nicht fangen können mit den 10 Bällen. Ja, ich sag das nicht. Ich will das nicht hören. Vor allem, du musst aber auch wieder das erste, was du findest, musst du vor allem wiederholen. Ja. Das ist halt insane daran. Scheiße, Alter. Überleg dir das einfach mal, Blauli. Also ich bin jetzt Level 8, ne? Ja, ich bin auf der Hälfte meiner KP, weil ich finde so gut wie keine Azumarills, sondern nur die ganze Zeit Irokex, aber I'm on my way. Ich schaffe das. Okay. Wir schaffen das, die Folge noch den Rivalenkampf zu machen. Okay, okay. Ja, wäre schön, sonst haben wir die Folge nur gelevelt. Ja, nee, wir Level wollen wir auch wenn möglich vermeiden. Aber jetzt gerade am Anfang ist es gerade ein bisschen schwierig. Wir wissen halt nicht, was er hat. Das ist das Problem. Wenn wir uns darauf einstellen können, dass er ungefähr das haben könnte, dann wenn okay. Wenn er jetzt ein Feuer-Pokémon hätte, okay. Aber was, wenn er jetzt ein Pflanzen-Pokémon hat? Oder ein Elektro-Pokémon? Wenn er da jetzt steht mit Zapdos, das wäre ein Problem. Nee, Zapdos wäre kein Problem. Zapdos müsste doch auch doppelt Stats haben, oder? Müsste Flug-Elektro sein. Macht unser Sondersensor extrem viel Schaden dran. An welchem davon? Das ist Sondersensor. Am Flug. Warum Nein. sollte es überhaupt ein Zapdos sein? Gehen wir Weil einfach schon mal vom... Ja, ich meine, warum sollte er das haben? Ausgerechnet das. Ja. Wie war das mit Rayquaza? Das war doch Zufall. Blui. Ja, aber es wäre ein dummer hey, Zufall. Hey, Level 8. Ah. Okay. Gut, dann ab ins Pokesender und dann und gehen wir weg hoch. Mit dem Rückenwind. Ich habe Silberblick weggemacht. Ich auch, wollte ich gerade sagen. Weg mit dem Silberblick. Der Katze so, die Attacke habe ich eingesetzt, die hat mir nichts gebracht. Weg damit. Ich brauche meine Geschwindigkeit nicht. Ja, ich brauche meine Geschwindigkeit nicht zu buffen, wenn ich die Verteidigung des Gegners senden könnte. Ach so, es gibt da noch eine Regel. Sollten wir ein Karpador finden? Miri und ich finden beide Scheiß-Pokémon in dem Moment. Können wir leider die nicht ins Team nehmen. Okay. Seid ihr bereit? So, das heißt, ich jetzt einfach nach oben. Wir rennen nach oben zum Rivalen. Jawohl, ich hoffe, ich komme ohne Probleme durch die Wiese. War die Chance eigentlich höher, angegriffen zu werden, wenn man rennt? Hallo, also ich stehe neben meinem Rivalen. Ich bin kann am oberen Teil der Wiese und komme nicht weg. Hast du einen Angriff gekriegt? Nee, ich komme nicht weg, weil da Klebstoff ist. Natürlich ist da ein Pokémon im Weg. Was ist denn das für eine Logik? Klebstoff klingt aber auch gut. Kat hat sich verirrt. Das ist so, upsie, tut mir leid. So, ich stehe vom Rivalen, Okay, dann. Drücken. Los geht's. Oh, das sieht nach Cutscene aus. Oh. Oh, das ist das Ding aus dem Intro. Er steht da vor diesem Teich und guckt ihn an. Ich sehe schon, mein Vater hat hier Pokémon geschenkt, Mann. Ey, geil, Alter. Ja, zeig mir, was heißt, ein Trainer zu sein. Los, yeah. Los, yeah, yeah. Brofist, yo. Und was hat Kamau. Er? Cameron! Wieso allein Cameron? Oh mein Gott. Und wir haben Blubstrahl. Er hat instant gewonnen, Cameron. Er hat mega Cameron. Er hat die Nuzlocke durch. Er hat die Nuzlocke gewonnen. Es ist warum? Wir wollten Cameron. Hey Leute, ich habe eine kurze Frage. War euer Fanboy-Einsatz eigentlich effektiv? Weil mein Blubstrahl war's. Ich verstehe nicht, ist Blubstrahl eventuell ein bisschen hart effektiv? Ich ergebe mich, Cameron. Oh, ja, Cameron. Rip die Nuzlocke. Rip die Nuzlocke. Rip. Es ist so gut, dass einfach Cameron der MVP auftaucht. Wir kommen um Cameron nicht drum rum. Wow, das war spitze. Ich bin so ein Naturtalent. Hey, Level 9. Yay. Das war ein toller Kampf. Ja, heil mal mein Team. Das war gar nicht so übel. Ja, von dir war das aber scheiße, ne?
Ah, ja, ja. Er hat mir ein Pokémon gegeben, aus Versehen ein legendäres. Übrigens können die Pokémon der Gegner random Mega-Pokémon sein, ne? Du bist doch bekloppt. Falls ihr das nicht verstanden habt. Okay. Ich kenne das Prinzip von Mega-Pokémon übrigens nicht. Sie sind krasser als ihre normalen Entwicklungen. Das ist quasi noch eine zusätzliche Entwicklung. Ja. Ah ja. Du kannst eine Mega-Entwicklung pro Kampf auslösen. Normalerweise, aber die hier sind dann direkt schon Mega-Entwicklungen. Ja. Miri, wann war jetzt? Wenn wir fertig waren, müssen wir jetzt wieder zurück? Muss nach unten rennen, ja. Du Professor Doktor, tu nicht gut. Ich bin sogar schon fast da. Pokémon ist dann auch in Ordnung. Da steht er schon und hat auf mich gewartet. Ich habe dich erwartet. Komm zum Labor. Na gut. Lauf. So, ich bin im Labor schon mal drin, aber ich laufe noch nicht weiter. Ich habe noch den ersten Dialogteil. Okay. Wo ist das Labor? Hier. Ich bin jetzt reingegangen ins Labor. Hey Miri, hier drüben. Dann klicken wir mal. Ja, Malu, hier drüben. Ey, nur auf Miri, hörst auf mich? Warte nicht, das ist nicht so nett. Ah, findest du? Ich gehört habe. Ich bin beeindruckt, ja. Er hat viel Erfahrung als Trainer. Deswegen hat er Mega Cameron. auf Level 5. Er hat ein sehr großes Gesicht, muss ich dazu sagen. Das ist irgendwie unheimlich. Sein Kopf ist so groß. Das ist so, wenn du dir überlegst, Mike ist ausgewachsen, einfach nur, dass der Körper höher geht und der Kopf dreimal anschwillt. Ja. So, also auch sein Rivale dann. Meine Katze erhält Pokebälle. Ab jetzt geht die Nuzlocke also richtig los. Ja, das ist doch ein guter Moment, um die Folge zu beenden, sobald der Dialog vorbei ist. morgen dein erstes roten Pokémon, also, wir gucken, wer verkackt. Ich habe in der Antwort halt leider gesagt, schade, dass es nur 3 Folgen gibt. Also morgen ist die Folge der Entscheidung, by the way. Das könnte halt wirklich sein. So, Blauli steht vor dem ersten Viech. Blauli findet hier dieses Pflanze-Stahl-Ding. Sagt, ich werfe einen Pokéball, das ist jetzt Finale ein Schluss. Blattgeißel und weg. Ach nee, Heilopfer. Bei Louis ist Heilopfer. Leck mich. Abgesangsbund. Okay, Leute, Miri. Beenden mal die Folge. Ich bin dran. Stimmt, Leute, das war's mit der zweiten Folge unserer Randomizer Soul Link Nuzlocke. No, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen zur nächsten Folge wieder ein. Das wird schön. Ab jetzt geht's nämlich richtig los. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Bleibt schon feurig.